In 86 Tagen beginnt hier in Rennes die Reise zurück in die Zukunft. Und sie ist dabei die Schlüsselfigur. Kompetent und selbstbewusst, mutig und stresserprobt, Martina Voss-Tecklenburg bringt alle Voraussetzungen mit für die Mission Abschied aus der Grauzone. Das 1:0 gegen WM-Gastgeber Frankreich, ein guter Start, nicht mehr, nicht weniger. Natürlich gewinnen wir lieber, als dass wir verlieren. Und wenn man so reinstartet in ein WM-Jahr mit einem guten Gegner, einem Gegner auf Augenhöhe und das Spiel dann gewinnt, dann ist das ein gutes Gefühl. Im Januar die erste gemeinsame Dienstreise. Das Trainingslager in Marbella steht unter dem Motto Kennenlernen und Zielvorgaben. Voss-Tecklenburg auffällig präsent, extrem kommunikativ, ausgestattet mit dieser natürlichen Autorität, die man nur bedingt lernen kann. Die neue Mannschaft braucht Struktur und Gesicht. Ausstrahlung und Persönlichkeit, alles in den vergangenen 1,5 Jahren ziemlich verstaubt. Die ungewohnten Misserfolge und der personelle Schlingerkurs hatten das DFB-Ensemble nachhaltig verunsichert. Ich glaube, das sind spannende Geschichten, die sich entwickeln. Und wir brauchen auch eine gesunde Hierarchie. Und da werde ich auch nicht locker lassen. Da werde ich die Spielerin auch in die Verantwortung nehmen, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht genug. Mit Leichtigkeit, aber ohne den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren. Eine methodische Kunstform. Denn der Wettkampfgedanke ist im Frauenfußball manchmal weniger ausgeprägt. Stichwort Siegermentalität. Wenn wir das machen, dann will ich sehen, dass jede Spielerin gewinnen will. Kommunikation ist für die Chefin keine Einbahnstraße. Vertrauen in die unterschiedlichen Fachkompetenzen des Funktionsteams ist die Basis für den entscheidenden Wissensvorsprung. Professionelles Jobsharing, auch im Frauenfußball üblich. Entscheidend ist aber, wie intensiv es gelebt wird. Uns geht es hier um die Verantwortlichkeit, die wir alle haben. Und da ist es gut, wenn die Informationen zusammenkommen. Erstens, dass wir auch alle wissen und nicht plötzlich ich als Trainerin da stehe und sage, wieso geht die Spielerin jetzt raus? Oder die Physios sagen, wieso macht die Spielerin jetzt mit oder der Doc? Das war anders besprochen. Je detaillierter der Austausch, desto gezielter die Belastungssteuerung. Nee, Poppy will mal raus. In Marbella besteht für Alexandra Popp noch Schonfrist. Nach einem Jochbeinbruch ist der Trainingsschwerpunkt Kopfball noch nicht ratsam. Stattdessen Einzeltraining mit Co-Trainerin Britta Karlsson. Dass Erfolg auch durch den Magen geht, ist im Leistungssport sicher keine neue Erkenntnis. Ausgewogen, nährstoffreich und lecker muss es sein. Der eigene Koch für den guten Geschmack, aber auch korrektiv in Bezug auf Hygiene und Ratgeber für Ernährungsfragen. Fußball, das ist eine Spielsportart. Kohlenhydrate sind da wichtig. Unsere Ernährung ist aber grundsätzlich eh kohlenhydratbasiert. Ich würde jetzt keiner Spielerin raten, eine Low-Carb-Diät zu machen, die es ja gerade sehr modern ist. Das Funktionieren einer Mannschaft ist ein komplexes Gebilde. Neben Leistung spielen Charakter und Persönlichkeit eine entscheidende Rolle. Martina Voss-Tecklenburg sucht derzeit die gesunde Mischung. Der Großkader umfasst fast 40 Spielerinnen. Auch bei den Frauen wird Verjüngung deutlich sichtbar. Jennifer Marojan gehört zu den Erfahrenen, zu den Unverzichtbaren. Nach ihrer schweren Erkrankung im vergangenen Jahr hat sich die Spielmacherin wieder rangekämpft. Befreit von der Last der Kapitänsrolle, setzt die Trainerin auf die Rückkehr ihrer spielerischen Brillanz. Ich freue mich wirklich drauf, die nächsten Monate oder hoffentlich Jahre mit ihr zusammenarbeiten zu können, weil sie eine Mannschaft einfach besser macht und weil sie besondere Dinge macht. Und ich mag Spielerinnen sehr, die besondere Dinge machen und sie sich zutrauen, also das überraschende Element ins Spiel bringen. Gegen Frankreich präsentierte sich Marojan deutlich verbessert. Präsent, explosiv, die feine Ballbehandlung gibt's bei ihr ohnehin gratis. Schon die ersten Personalentscheidungen des Trainerteams zeigen Wirkung. Alexandra Popp und Svenja Huth, zwei absolute Leistungsträger, zwei in sich gefestigte Persönlichkeiten, übernehmen nun auch formal Verantwortung mit der Kapitänsbinde. Popp und Voss-Tecklenburg verbindet eine gemeinsame Zeit in Duisburg. Die gegenseitige Wertschätzung ist groß. Sie gibt klare Ansagen, sie achtet auf Details, auf welchen Fuß wird der Ball gespielt, die Positionierung. Stehst du nur gefühlt einen halben Meter zu weit links, dann wird es sofort bemängelt. Und das sind genau die Kleinigkeiten, die am Ende halt bei einem Spiel auch entscheidend sind.
Die Verpflichtung der ehemaligen Weltfußballerin und mittlerweile studierten Sportpsychologin Birgit Prinz empfinden alle als sinnvolle Bereicherung. Vor allen Dingen war aber für mich der Auslöser, dass aus den Einzelgesprächen mit den Spielerinnen herausgekommen ist, dass da ein Bedarf ist und ein Wunsch ist. Und danach haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, welche Personen kommen denn für uns in Frage. Und dann kommt man natürlich automatisch auch sehr schnell und berechtigterweise auf die Personalie Birgit Prinz. Birgit kann natürlich auch aus ihrer aktiven Zeit viele Tipps auch mitgeben und helfen oder Ratschläge geben. Und ich glaube, dass das auch viele in Anspruch nehmen oder nehmen werden und das auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Stütze sein kann. Ein mutiges, offensives, variables Ballbesitzspiel ist die Überschrift der Spielidee. Dabei wird aus verschiedenen Grundordnungen agiert, abhängig vom eigenen Personal und der Philosophie des Gegners. Jetzt kommen wir in die dynamische Dreierkette rein, Achter kommt und wir haben eine Überzahl auf der Außenposition. Die Arbeit an der lange Zeit problematischen Spieleröffnung trägt bereits erste Früchte. Mal der Aufbau aus der dynamischen Dreierkette. Mal das erste Anspiel aus der Innenverteidigung direkt ins Mittelfeldzentrum. Bewegungsmuster und Aufgabenverteilung gegen Frankreich deutlich erkennbar. Eine Frage von Spielintelligenz. Deshalb werden wir ja immer auch mit mehreren Plänen arbeiten. Und dann erwarte ich vom Team, wenn sie merken, Plan A geht nicht auf, es braucht gerade Plan B, dass sie dort die Verantwortung übernehmen und ihre Entscheidungen dort auch treffen. Weil das bedeutet Verantwortungsübernahme, Kreativität, weil am Ende stehen die Spielerinnen auf dem Platz und müssen dahin kommen, diese Entscheidungskompetenz auch zu entwickeln. Die ersten Schritte sind gemacht. Die Botschaft angekommen. Von der Momentaufnahme zur Selbstverständlichkeit eines Siegerteams. Die Signale sind eindeutig. Es geht wieder aufwärts.